Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Triple Unboxing für euch und zwar habe ich sowohl die aktuelle Goodiebox Welcome Box als auch zwei Limited Edition, die ich mir bestellt habe. Einmal die Lucky One, das ist so eine Surprise Box, und die Glow Up Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen ein bisschen durchzustöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich bin ja normal auch Goodiebox Abonnentin. Das heißt, dass ich dort auch normalerweise immer monatlich auch meine Box bekomme. Meine ist noch nicht da, aber ich habe drei andere, die ich euch zeigen möchte. Und ihr könnt, wenn ihr über meinen Link in der Infobox geht, die Welcome Box bekommen, die ich euch auch vorstelle. Die kostet ja normalerweise 19,95 € pro Box und pro Monat. Wir haben 5 Beauty-Produkte in einem Warenwert von mindestens 70 Euro drin enthalten. Und ich habe euch hier oben auch mal so ein Vergleichsvideo gemacht, welche Boxen es überhaupt so gibt und was ihr so in der Goodiebox erwarten könnt. Euch müsste dann auch der Inhalt angezeigt werden auf der Seite, über die ihr dann gehen würdet, ne? Und bekommt dann eure erste Box, was dann die Welcome Box ist, für 9,95 €. Und ja, genau, da schauen wir jetzt auch zuallererst mal rein. Das ist dann diese hier und da haben wir auch immer einen unfassbar hohen Warenwert drin. So schaut sie aus und es ist eine Box, die aus Dänemark kommt. Also wir erwarten hier auch tatsächlich etwas andere Marken drin. Achso, und wir haben auch immer diese praktischen Schubladen, die ich auch gerne als Aufbewahrung verwende. Und die ich einfach sehr praktisch finde. Ne? Wir haben immer das gleiche Format, aber unterschiedliche Farben, sodass wir das dann auch immer so schön, ich mag das einfach so schön bunt haben. Und dann mache ich mir mit so einem Etikettiergerät immer drauf, was ich dann daran finde und so weiter und so fort. Okay, hier wird man dann auf jeden Fall schon mal begrüßt, dass man sich halt einfach mit der Me-Time beschäftigt. Und ja, da gibt es einfach ein herzliches Willkommen. Das Ganze ist auch in so einem Seidenpapier eingepackt. So spart man auch ein Stück weit das ganze Krüppelpapier und so, ne? Und hier haben wir dann auch einmal den Blick in die Box. Ich bin sehr gespannt. Als erstes habe ich hier so süße Hündchen drauf. Ich meine, dass ich die auch noch im Backup habe. Von Tony Moly, Scent of the Day, eine Handcreme. Genau, Make Your Day So Cozy. Das ist natürlich süß. Das dürfte eine Originalgröße sein. Ist für mich einfach total passend. Ich mag gerne Hunde. Ich habe einen Hund. Mein Hund schläft da hinten auf seiner Couch und schnarcht entspannt vor sich hin. Ich rieche jetzt hier auch nichts raus. Ich muss meine unbedingt mal verwenden. Und Tony Moly ist auch so eine Marke, die sind, glaube ich, auch so ein bisschen K-Beauty unterwegs. Ne? Okay, hier muss man ein bisschen aufpassen. Bis zum 16.09. dieses Jahr sollte ich die aufbrauchen. Die hat nämlich ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Oh, da sollte ich bei meiner mal gucken, ob da auch eins drauf ist. Okay, nee, finde ich klasse. Handcreme kann man auf jeden Fall immer gut gebrauchen und das passt natürlich auch in so eine Box. Dekorative Kosmetik haben wir auch mit am Start. Das ist von Bella Pierre Cosmetics, der Mineral Blush in der Farbe Amaretto. Hier muss ich leider dazu sagen, zum einen, dass es ein Produkt ist, den wir halt, wenn wir vielleicht die ein oder andere Abo-Box schon mal in den Händen gehalten haben, kennen, um das mal so zu sagen. Und ich mag nicht so gerne losen Blush. Das ist nicht so mein Vibe. Kann ich für mich persönlich nicht so gut dosieren. Und die Farbe ist mir halt auch einfach zu dunkel. Also das sieht bei mir, ich hatte den halt auch schon mal ausprobiert. Ich hatte den auch schon mal in meiner Sammlung, leider zu fleckig aus. Und ich meine sogar, dass der noch einen Glow mit dabei hat, wo ich dann auch schon wieder raus bin. Aber an und für sich ist es cool, dass wir hier einen Blush mit drin haben. Wobei wir irgendwie in den Boxen in letzter Zeit sehr, sehr häufig auch einen Blush drin haben. Aber ich sehe hier, das ist noch ein dekoratives Kosmetikprodukt. Nee, das ist auch ein Produkt, was wir als Abonnent der Goodiebox schon kennen. Aber was jetzt hier in der Welcome Box nochmal drin ist, von Comme des, das Lippenöl, Lip Love, Nourish and Protect. Ich weiß, dass viele auch tatsächlich auf dieses Lippenöl ziemlich abfahren, weil das recht gut ist. Und Lippenöle sind ein Zwischending zwischen Lipgloss und Lippenpflege, was ich immer sehr, sehr gerne mag. Ich trage auch im Alltag einfach sehr häufig Lippenöl. Da habe ich, glaube ich, aktuell von Clarins eins in Anwendung, was auch sehr bald leer sein wird. Seht ihr dann mal im Aufgebrauch-Video. Und das hier ist einfach so ein ganz klarer, der, glaube ich, so ein leicht, ganz leichten rosa Touch noch mit dabei hat. Ne? Finde ich schön. Ich habe meins auch noch in meinem Backup drin und werde ich dann auf jeden Fall auch mal verwenden. Ne? Mag ich einfach. Also Lippenöle sind voll mein Ding. Das kannst du halt auch mal eben so schnell auftragen und das sieht trotzdem so aus, als hättest du ein Lipgloss. Fühlt sich aber schön leicht an. Mag ich. Also wie gesagt, Zwischending zwischen Pflege und Schminke. Deswegen finde ich das klasse. Dann haben wir hier Mundmaske drin. Das kenne ich noch gar nicht. Ich mag Mundmaske. Habe auch schon viel von denen ausprobiert. Sleep Repair Renewal Nourish Mask. So fürs Gesicht. Repairing, Hydrating, Rejuvenating, Smoothing und Protecting. 60 Milliliter sind hier drin. Das machst du dir auf dein Gesicht. Das ist auch cool, ne? Ich würde es ehrlich gesagt einfach wie eine
Abendcreme verwenden, also wie eine Nachtcreme. Und das ist halt eine große Geschichte mit 60 Millilitern. Da beschwert man sich nicht. Finde ich schön, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Also eine Gesichtscreme in dem Sinne habe ich auch von Mudmaski noch nicht ausprobiert. Masken, viele. Aktuell in Anwendung diese für unter den Augen, die ich sehr, sehr feiere, weil die macht einfach viel. Also bei mir persönlich funktioniert die sehr, sehr gut. Und ich mache mir morgens ja eh auch immer eine Crememaske drauf. Deswegen, ich bin von Mudmaski eigentlich ganz angetan. Sehr cool. Wir haben ja auch ein Tool mit drin. Und zwar den Blush & Bronze Brush Nummer 105 von Nire. Und Nire hat so schöne Pinsel. Damit kannst du auch schön arbeiten. Ich muss mal gucken, ob ich den schon habe, weil ich hatte mir auch schon mal von Goodie Box so eine Limited Edition Nire Box bestellt. Dann könnte es sehr gut sein, dass ich den schon habe, aber hier auf dem Tisch steht er gerade nicht. Ich habe eben nämlich meine Full Face Beauty Boxen abgedreht. Da hole ich mir dann meistens auch so Pinsel, die ich mal in Boxen drin hatte. Und da ist Goodie Box wirklich vorne mit dabei, mit den Nire Pinseln. Und finde ich schön. Also eine sehr, sehr gute Marke, was Pinsel auch angeht. Und hier haben wir auch nicht nur 5 Produkte drin, weil das waren jetzt 5 Produkte, sondern wir haben hier sogar 7 Produkte drin enthalten. Von Marie Stella Maris haben wir Objects oder Objet de Amsterdam, ein grüner Tee, Zitrusnoten und Sage, ein Body Scrub. Oh, interessant. 75 Milliliter. Und ja, in letzter Zeit habe ich öfter so ein paar Body Peelings ausprobiert, die mich enttäuscht haben. Da bin ich jetzt einfach mal gespannt drauf. Mit Aprikosensamen und Sonnenblumenöl. Mhm. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ich hoffe, dass diese Aprikosensamen auch schön schrubbeln. Denn das mag ich bei Körperpeelings. Ne? Deswegen bin ich ja eigentlich ein totaler Fan von Zuckerpeelings oder Salzpeelings. Und das letzte Produkt, was wir hier drin haben, ist auch ein Tool. Aber es ist ja richtig geil. Original Pink. Den habe ich heute Morgen, glaube ich, noch verwendet. Den Make-up Eraser. Erase all Make-up with just water. Damit kannst du dir auch eine Maske runternehmen. Nehmen oder dein Gesicht einfach generell waschen. Ist halt in einer super fancy Verpackung hier, ne? Gucken wir mal. Oh krass, der ist noch richtig heftig eingepackt. Ja, das ist halt einfach so ein riesiges Tuch, was ich mega feier. Also, das werde ich jetzt hier auch rausnehmen. Das werde ich ja auch. Ne, da kannst du nie genug von haben, Leute. Ich sag's euch. Huch, hier sind verschiedene Farben. Achso, du kannst es in verschiedenen Farben auch haben. Mhm. Gut, hier haben wir jetzt so ein richtig schönes Pinkes und das, sowas liebe ich einfach, ne? Das mache ich unter dem Wasserhahn halt nass, erstmal um mein Gesicht nochmal zu waschen, dann auch mit dem Reiniger und dann nehme ich mir das, wenn ich meine Maske drauf hatte und mache richtig Klatsch und kann mir das dann schön runternehmen. Also schöne Größe mag ich sehr, sehr gerne. Also das ist auch so mein Highlight aus dieser Box tatsächlich. Doch, doch, das ist eine schöne Box, kann ich auf jeden Fall empfehlen und auch ein schöner Start, um so ein paar Produkte kennenzulernen, die man so in der Goodie Box findet. Da hat sich Goodie Box ganz gut repräsentiert, finde ich. Kommen wir jetzt zu der Lucky One. Das ist eine Box, die, also die beiden, die jetzt kommen, die habe ich mir selber gekauft. Die kostet 29,95 und da sind so Surprise-Artikel drin. Ich stelle mir das einfach so vor, dass die im Prinzip geguckt haben, was haben wir noch auf Lager, das packen wir jetzt hier rein, so nach dem Motto. Ne? Was man auch irgendwie als Goodie mit dazu gekriegt hat zu der Bestellung, war hier von Skön die Repair Mikrobion Night Cream. Finde ich ganz interessant, weil warum packen die das nicht in so eine Lucky One Box, ne? Mit 30 Millilitern? Ja, schön. Und hier habe ich jetzt, wie gesagt, die Lucky One, die sich echt schwer anfühlt. Das finde ich schon mal sympathisch. Und da liegt auch schon direkt oben drauf, sind da zwei Sachen. Okay, haben sie sich spontan noch überlegt, mit reinzumachen, weil noch Platz war. Einmal habe ich das von Avant, Glycolic Acid Vivifying and Firming Body Treatment. Schön. Riecht wirklich ein bisschen zitrisch, ne? Genau. 50 Milliliter habe ich hier drin. Skincare Touché. Okay, also das mache ich mir einfach auf meinen Körper. Ja. Und Glykol, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn du dir das morgens drauf machst, ist Glykolsäure so ein bisschen wie AHA, ne? Wäre ich ein bisschen vorsichtig, auch bei Schleimhäuten, wobei ich im Unterstübchen eh immer auch eine andere Pflege verwende. Aber zum Ausprobieren, das kann ich auf jeden Fall mal machen. Dann habe ich hier von Face Zero was drin, Queen Metal Foil Eyeshadow, das kommt zur Seite, 2 Gramm sind hier drin. Ich sammle ja auch dieses Jahr natürlich fleißig alle Parfümminiaturen und alle Monolidschatten, die mir so in die Finger kommen, um euch dann entsprechend auch Adventskalender zu machen. Den habe ich auch schon mal gesehen. Der soll richtig, richtig gut sein. Also man sieht ja auch, wie metallisch der aussieht, ne? Aber sowas habe ich halt in Paletten schon drin. Das heißt, der kommt dann zu Seite. Und da kann sich dann am Jahresende jemand drüber freuen. Und dann habe ich hier nochmal Limited Edition. Get ready for some well-deserved me-time with these carefully selected products. Von Caroline wurde die Box wohl gepackt. Und dann schauen wir mal, wie viel Glück ich hatte. Naja, zuallererst ist es hier ein bisschen ausgelaufen leider. Und das ist auch ein recht teures Produkt, was sehr, sehr schade ist. Das
dass genau dieses Produkt dann offen war. Schade Schokolade. Von eCooking, Fragrance Free, Claudi, warum riechst du dran? Eine Peeling-Maske ist das mit AHA und BHA, 50 Milliliter, aber die ist jetzt leider schon offen gewesen, ne? Schade Schokolade. Ja, und da ist auch wohl irgendwie ganz schön viel raus. Das ist auch in der Box drin. Ja, also das ist eine Maske. AHA, BHA finde ich klasse. AHA ist so ein bisschen Slow Aging, dass du halt ein chemisches Peeling hast, was dafür sorgt, dass sowohl die Hautfeuchtigkeit bekommt, aber halt auch so leichte Fältchen ein bisschen geglättet werden können. Und BHA ist so ein reinigendes Produkt, sodass du da die Möglichkeit hast, einfach deine Hornschicht auf den Unreinheiten zu lösen. Aber ja, wenn es halt offen ist, da weißt du halt nie, ob das noch gut ist. Das würde ich persönlich für mich jetzt erstmal so nicht verwenden. Dann habe ich hier noch was mit BHA von Balance Me. Das BHA Exfoliating Concentrate mit 50 Millilitern. Auch das dürfte gar nicht mal so günstig sein. Schön. Also sowas kann man auch gut gebrauchen. Ich persönlich würde halt immer empfehlen, wenn ihr euch an diese chemischen Peelings rantastet, die deutlich besser für eure Haut geeignet sein werden als mechanische Peelings im Gesicht, ne? Das erstmal so vorsichtig anzufangen. Du machst dir das drauf, lässt das erstmal für eine Minute einwirken, wäschst es dir runter. Und dann kannst du das vielleicht von Woche zu Woche steigern, dass du mal 2 Minuten einwirken lässt, mal 3 Minuten. Also ich bin mittlerweile bei meinem PHA bei 10, 15 Minuten. Da bin ich tiefenentspannt. Auch bei PHA sowieso, das ist ja so das Mildeste, was du machen kannst bei chemischen Peelings, ne? Genau. Und BHA und so, das kannst du ja auch punktuell anwenden. Also wenn du sagst, Mensch, ich habe hier aber eigentlich nur meine Unreinheiten, muss es aber nicht im ganzen Gesicht haben, dann macht das BHA einfach nur auf deine Unreinheiten und vielleicht auf das restliche Gesicht dein AHA oder dein PHA. Genau, das so als kleiner Tipp am Rande. Die habe ich aktuell in Anwendung von Nire, ist unten aber in Anwendung, meine vor allem. Das ist eine Pinzette, genau, ja. Also Nire haben wir eben schon Pinsel in der Welcome Box gesehen, die Marke ist öfters mal vertreten. Die machen schon gute Produkte, auch ziemlich gute Tools, ne? Deswegen ist das Buch auch ganz gut. Ja, finde ich schön. Und dann habe ich hier noch von Urte Cram One Drop Concentrated Shower Gel Lemon Vanilla. Da bin ich raus. Läuft am 5.10. oder 10.05. ab. 5.10.2024 wird das wahrscheinlich sein. Genau, das ist einfach ein sehr hochkonzentriertes Duschgel mit 100 Millilitern. Also da brauchst du dann wahrscheinlich nicht viel von und trotzdem wird es halt ordentlich schäumen. Ne? Aber dieser ganze Limone-Duft und so, das ist nicht meine Welt, aber das ist ja auch nicht schlimm. Und hier ist noch überall was von dieser Maske mit dran. Ja, so viel zu The Lucky One. Ne? So glücklich ist man dann vielleicht nicht unbedingt, wenn die Sache halt ausgelaufen ist. Das finde ich super. Das hatte ich mal als Roller von diesem Australian Body Care Gedönsen. Tea Tree Oil Face Wash Cleanse and Refresh. Was ist denn hier die Marke? 100 Milliliter habe ich hier auf jeden Fall drin. Australian Body Care. Ja, das ist die Marke. Genau, also wenn du halt wirklich eine unreine Haut hast, für mich wahrscheinlich eine ganz gute Sache in der Erdbeerwoche, ne? Dass man da dann etwas mit Teebaumöl verwenden kann, denn das ist halt auch so ein bisschen gegen Unreinheiten. Das lässt die Entzündung halt ein bisschen verschwinden, sage ich jetzt mal dazu. Riecht auch ein bisschen nach diesem Teebaumöl. Also ich finde es gut, ich finde es klasse. Das ist jetzt eine sehr fortgeschrittene Box, ne? Also wenn man sich mit Skincare hier jetzt nicht so ultimativ auskennt, du hast hier BHA drin, AHA, Glykolsäure und Teebaumöl und so, muss man mal ein bisschen gucken, dass man dann auch weiß, wann man das anwenden kann. Und dann habe ich hier noch ein Kind Natured The Awakening Kind Cleansing Scrub Bar mit Orange und Grapefruit drin. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Ja, das ist halt so ein festes Produkt. Das ist nicht ganz so meine Welt. Wobei das auch ganz gut aussieht mit diesen Schrubbelpartikeln. Ja, aber das riecht mir einfach zu sehr nach Orange. So möchte ich eigentlich nicht, dass es unter der Dusche riecht, ne? Genau, aber das ist hier drin enthalten. Nun, ein letztes Produkt, um vielleicht die Haut noch zu beruhigen. Jo, mit Granatapfel für Elastizität. Das finde ich cool, das werde ich heute Abend direkt verwenden. Von Tony Moly habe ich hier nämlich eine Gesichtsmaske drin. Und das ist ja K-Beauty und sowas mag ich sehr, sehr gerne. Also damit bin ich tatsächlich auch gestartet. Ich weiß noch, die gab es mal bei Amazon in so einem mega krassen Riesenpaket. Und das habe ich mir damals bestellt. Und so bin ich angefixt worden von Tuchmasken. Mit diesen Tony Moly, ich sehe aus wie was zu essen Masken. Richtig cool. Hat ein bisschen was von Nostalgie für mich. Also eine schöne Box, an und für sich, für 29,95 auf jeden Fall auch eine feine Kiste.
Wie gesagt, eher für Fortgeschrittene. Ich weiß jetzt nicht, schreibt mir das gerne, was ihr so in euren Lucky One Boxen drin hattet, ob die Inhalte gleich sind oder ob die sich unterscheiden. Ich würde jetzt vermuten, dass sie sich unterscheiden. Falls es die noch zu kaufen gibt, ist die natürlich in der Infobox verlinkt. Zu guter Letzt habe ich hier eine Box, die nennt sich The Glow Up Box. Die hat 39,95 € gekostet, falls ich die beiden jetzt nicht durcheinander gebracht habe. Und da konnte man vorab den Inhalt sehen. Und das ist auch so, dass man, wenn man bei dieser Goodie Box Homepage ist, um sich die ganzen LEs anzugucken, dass die auch alle aufgeführt sind. Und das finde ich persönlich auch ganz cool. Du kannst da sehen, was drin ist und dir dann natürlich deine Lieblingsbox rauspicken. Und die haben auch sehr, sehr viele LEs immer am Start, ne? Genau, ich habe die Schublade einmal geöffnet. Auch hier geht die Party ab. Wir haben hier eine Limited Edition. Und dann werfen wir mal einen Blick hinein. Als erstes kommt mir hier in die Hände von Comme des ein Bronzer. Na endlich! Glow Up is a velvet soft bronzing powder formulated with the perfect balance of pigments for a naturally tanned look. Das finde ich nice. Mal gucken, wie du hier so rauskommst. Ich glaube, ich hatte auch mal einen Blush von Comme des. Und dann haben wir hier diesen Bronzer drin. Der sieht matt aus. Der sieht gut aus. Das finde ich gut. Ja, kommt dann demnächst in meine Full-Face-Beauty-Boxen. Ich habe jetzt gerade erst eins geschminkt, wo ich dann noch einen alternativ anderen Bronzer genommen habe. Weil Bronzer findest du ja ungefähr gar nicht mehr in Boxen. Ich muss aber gestehen, dass der ein bisschen so aussieht, als wäre der schon mal irgendwo unterwegs gewesen. Also du hast hier überall so Puderpigmente. Ich weiß ja nicht. Trotzdem, ich werde ihn in Anwendung nehmen und euch dann in dem Schminki halt auch mit integrieren. So gut wie, also ja, alle Produkte, die mir irgendwie unter die Finger kommen, die interessant sind und in Boxen drin waren, als dekorative Kosmetik, kommen da auch immer mit rein. Dann habe ich hier ein großes Produkt und das war auch so ein bisschen, ja, so der Anreiz für mich, diese Box zu kaufen. Wir haben von Elemis Superfood die AHA Glow Cleansing Butter, Gesundheitssemi, Pumpkin Glow Facial Cleanser und hier sind 90 ml drin. Das ist der Hammer, ne? Und Elemis hat richtig tolle Abschminkbalsame. Und hier haben wir halt so einen Bottich. Ich weiß noch, als ich in der Schwangerschaft das irgendwo mit drin hatte, habe ich den auch direkt weiter wandern lassen, weil ich gesagt habe, ich werde den eh eine ganze Weile nicht verwenden können. Und hatte den dann auch dementsprechend nicht mehr hier. Also ist aus Glas und so, ne? Und da ich mich eh abends abschminke, ist es auch vollkommen in Ordnung. Und ich habe da richtig Bock drauf. Der riecht jetzt soweit nach nichts. Sehr interessant. Der sieht richtig quietscheorange aus. Finde ich cool. Also da hat man auf jeden Fall ein gutes Produkt schon mal in der Box drin. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, aber so lange lässt du ja eine Cleansing Butter nicht auf dem Gesicht, als dass die jetzt irgendwelche krass peelenden Eigenschaften hätte oder so und dann dementsprechend die Skincare beeinflussen könnte, glaube ich, ne? Trotzdem wäre ich da wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig mit, dass ich das erstmal so einen Tag verwenden würde und dann immer so die Haut auch beobachte, wie sie darauf reagiert und so, ne? Das finde ich schon mal richtig geil. Gut, dann haben wir hier auch Balance Me am Start. Und zwar mit einer AHA Glow Mask. BHA hatten wir ja eben schon in der anderen Box. Hier ist AHA drin enthalten. 20 ml. Also hier geht wirklich die Party ab. Ja, es geht ja auch um Glow in dieser Box. Das haben die ja auch geschrieben. Deswegen finde ich es trotzdem ganz gut, dass der Bronzer jetzt gar nicht so glowy aussah, muss ich sagen. Nun, auf jeden Fall 20 ml von einer Maske. Die wird dann natürlich auch deine nachfolgende Hautpflege beeinflussen. Schau mal in diesem Video vorbei, da habe ich dir auch so ein bisschen erklärt, welche Wirkstoffe besser nicht miteinander kombiniert werden sollten. Da ist auch, da sind generell chemische Peelings auch natürlich mit drin. Hier steht drauf, 15 Minuten drauf lassen. Ich würde das ja auch wie ein chemisches Peeling natürlich behandeln und dann erstmal vorsichtig starten, ne? Nicht direkt Kabittjes geben. Dann haben wir hier einen Glow Highlighter von von MCO Beauty. Den hatte ich schon mal, der ist mir leider zu dunkel. Die Farbe Rose ist das hier und ja, der ist halt wirklich so rosé, ne, aber wirklich dunkel, dunkel. Das ist nicht ganz so meine Welt. Dann habe ich was für die Haare hier drin und zwar die Antonio Axu, genau. Hair Couture, Hair Mask, Super Glow, Clear Glaze Treatment for All Hair Types für Shine mit 150 ml. Und da hilft Zink PCA irgendwie mit dabei. Okay, wie lange lässt man das drauf? 5 bis 10 Minuten. Jo, ist doch schön. Das machst du auf einmal die Woche auf nasses Haar und das finde ich klasse. Ich meine, dass wir das auch irgendwo schon mal in der Goodiebox drin hatten. Ich meine auch, dass ich das noch irgendwo im Backup habe vielleicht. Muss ich nochmal gucken. Finde ich auf jeden Fall interessant. So, zwei, drei Sachen haben wir hier noch drin und zwar von Hiccup. Er hat einen Hiccup. Bronze Glow Priming Moisturizer. Bronze Glow Primer Treatment. Da bin ich ja mal sehr gespannt drauf. Oh mein Gott, ja, das kommt auf jeden Fall ins Full Face Beauty Boxen. 50 ml haben wir hier drin. Mal gucken,
ob das dann auch so dunkel ist oder ob das farbtechnisch passt. Das müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren, aber ich mag Glowy Primer. Ich mag generell Glow sehr, sehr gerne. Priming Moisturizer, Glow Boosting, Perfectly Smooth Base and a Soft Focus Effect to Minimize the Appearance of Imperfections and Pores. Oh, du willst aber ganz schön viel auf einmal machen, mein Freund. The Bronze Colored Lightweight Formula contains Hiccups Fusion of Low and High Molecular Hyaluronsäure. Ja, so gleichzeitig Deutsch und Englisch reden ist immer großartig, Claudi. Da bin ich echt mal gespannt. Also das soll auch gleichzeitig Pflege mit dabei sein. Bin ich gespannt drauf, ob ich da wirklich, ob das passt. Ne? Kennt ihr das schon? Könnt ihr mich in den Kommentaren vorwarnen? Gerne. Elemis ist hier nochmal mit am Start. Noch ein Primer. Den habe ich, habe ich den nicht sogar? Weiß ich gar nicht. Superfood Glow Priming Moisturizer, Illuminating Moisturizer, 20 ml sind hier drin, kannst du sowohl als Primer als auch als Gesichtspflege verwenden und jo, das ist doch schon mal eine schöne Sache, Kiste, was reden. Und ja, auch das könnte im Full Face Beauty Box sein, ich muss mal gucken. Vielleicht nehme ich auch beide mit rein. Das war ein Reim. Das letzte Produkt, was ich jetzt hier in dieser Glowbox habe, ist der Plush Powder Brush von Nerie 101. Den habe ich und der ist super schön. Hat auch einen wunderschönen Stil. Ne? Dieses Glitzy-Flitzy mag ich ja richtig gerne leiden. Und Nerie Pinsel, habe ich ja eben schon gesagt, richtig gute Qualitäten mag ich einfach. Und ich meine, dass ich den schon habe, aber ich muss mal gucken. Ich finde den klasse. Ich habe schon viele Nerie-Pinsel. Okay, das war jetzt die Glow-Up-Box, die mir persönlich jetzt von den drei Boxen, die ich jetzt vorgestellt habe, am besten gefällt, aber natürlich auch am teuersten war. Ne? Läuft bei mir. Ja, ihr Lieben, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch bei dem Sale zugeschlagen habt oder ob ihr Bock habt zuzuschlagen. Dann sind dazu Links in der Infobox und auch zu der Goodiebox Welcome Box, ne, absolute Empfehlung. Man findet in der Box wirklich auch sehr, sehr schöne und hochwertige Produkte, wo man einfach mal die Basisprodukte tatsächlich dann monatlich geliefert bekommt und ja, da einfach sich eine schöne Pflegeroutine draus basteln kann. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Achso, habe ich das schon gesagt? Ich mache in diesem Video eine Verlosung und zwar verlose ich ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Nö, habe ich gar nicht gesagt, ne? Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Naja. Nochmal zum Ende hin rausgehauen. Yay, ich hatte es die ganze Zeit im Kopf, habe irgendwie gar nicht die Gedanken, ich habe es nicht hingekriegt, das zu verbalisieren. Okay, ihr Lieben, das wäre es jetzt aber auch gewesen. Wenn es dir gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.